Bargeule. Was hat der denn für einen Wumsch? Hauch da abgelassen. Das ist noch ein Gargoyle, aber der bemerkt mich gar nicht. Ich stehe in seinem Rücken. Der bemerkt er mich. Wow. Der Ding. Vielleicht sollte man irgendwie besser hinter dem stehen. Mein Gott, der macht Schaden. Mit seinem Hauch. Vor allem, der haut damit ja nicht daneben, sondern der Magie trifft immer. Das ist das Problem von Magie. Deswegen brauche ich auch auf jeden Fall Magieresistenz. All diese Schneebäume hier. Verdammte Scheiße. Das macht mir überhaupt keinen Schaden. Feuerball. Was kann das denn sein? Sind die irgendwie, haben die irgendwie nächstes Leben oder Magieresistenz? Hier haufenweise Tieren umgeben. Du bist als letztes dran. Ach, verdammt. Mein Gott. Ich will nicht. Der Geier hat ja überhaupt keinen Schaden. Aber zuerst sind die Hunde dran. Die dämlichen Hunde. Jetzt kommt schon mal. Mein Gott, da braucht man noch mehr Heiltränke. Also lange der Gargoyle sein Feld nicht ablässt, sondern daneben steht und friedlich wartet. So, wir brauchen Feuer. In der Eisgegend braucht man Feuer. Ah, bleib liegen. Da, dreckige Kreatur. Da unten, da ist nur so eine Kurve. Ich muss trotzdem tun. Ach, das sind Orks. Sehr gut. Dann will ich sie doch nicht töten. Oh, der kriegt immer noch nicht allzu viel Schaden durch mein Feuerzeug. Ich muss meine Intelligenz halt weiter erhöhen. Dann wäre mein Feuer mein Hauptschaden. Ein Schamane. Die Resistenz gegen... Ach, diese Feuerresistenz bringt ihn ja sogar was. Aber mehr Elemente als Feuer und Eis gibt es im Spiel auch nicht. Okay, Gift noch. Stimmt, Gift noch. Dum-dum-dum-dum. Und Vögel. Die warten vor dem Lager der Orks auf die Chance, den Krieg zwischen Ork und Vogel zu gewinnen. Vogel. Wäre es, wenn mich nur die Hälfte von denen bemerkt und nicht alle? Die Hunde müssen zuerst dran glauben. Glaubt an die Kraft des Feuers. Es wird euch leiten und segnen. In den Weg ins Jenseits. Wie Level bin ich eigentlich? 18? 19? Ich denke mal 18, gucken wir mal. 19 sogar schon, krass. Ihr seht schon, dieser Kerl macht mir irgendwie keine Angst. Dass ich selbst mitten im Kampf nach meinen Werten gucke. Eigentlich fände ich eine höhere Angriffsgeschwindigkeit mal ganz schön. Dann würde man irgendwie schneller zuschlagen. Ja, dann würde es ein bisschen so Angriffsgeschwindigkeit so verdreifachen und würde dann auch ein bisschen heftig aussehen. Der vermisste Bote, die drei Eisriesen. Ich kriege dafür aber Erfahrung. Das ist die Hauptsache. Und dass dieser Gargoyle hier stirbt, das ist auch eine wichtige, ein wichtiges Element meiner Reise. Duck, duck. Bam in die Fresse. In your face. Fuck your own face. Steht eine Gruppe Wölfe. Und die bemerken mich, wenn ich zu denen hinrenne. Aber jetzt ein schöner Flächenschaden, das finde ich richtig cool. Oh. Wenn ich das Feuer gar nicht aktiviert habe, kriege ich jetzt überhaupt keinen Schaden. Oder Flächenschaden. Ja, der Kerl ist keinen einzigen Schlag näher am Tod. Aber bald. Hier ist überhaupt Gold, nichts Goldenes mehr. Warte, wenn ich das anklicke. Ne, dazu nichts Goldenes hier. Wait, Ruckel. Da ist Dingens. Wieder so ein Steinchen. Die man sich heilen kann und an die man Teleportationen fest ankern kann. Aber im nächsten Stein höre ich auf. Warte mal, wie voll ist man. Ach, das passt schon auch. Passt schon auch irgendwo. Wegwerfen. Bis zum nächsten Stein soll es noch reichen.
Zack, zack, zack. Oh, ich will den Fernkämmer mal. Der Fernkämmer rennt direkt zu mir vorne hin, statt hinten zu bleiben und drauf zu ballern. Statt nichts von dem Flächenschaden abzukriegen. Was für ein dämliches Viech. Nicht nein, ja. Ich will es so. Wo sind der denn hin? Und weggeworfenes Zeug einsammeln. Vollidiot. Ich werfe das weg, weil ich es wegwerfen will. Weil ich es nicht wegwerfen will. Oh man, dass da so ein fettes Eisviech noch daneben steht. Das heißt, dass die Krähen zuerst sterben. Sonst würden die Krähen einfach so sterben. Jetzt sterben sie zuerst. Bam. Schöne Sprungangriffe. Autsch, ich fühle mich irgendwie am Boden liegen. Aber jetzt braucht er erstmal eine Weile, bis er wieder angreift. Jetzt ist er voll happy, dass er mich einmal zu Boden gekriegt hat. Nein! Oh, verdammt, mit seinem Schild. Das tut schon weh. Wobei, mit dem Schwert tut normalerweise mehr weh. Ja, aber dieses Stachelschild-Ding sieht schon schmerzhaft aus. Ach, wie langsam der sich bewegt. Kein Wunder, dass mich der mich nie trifft. So, liegt da noch irgendwas? Oder ist es nur ein bisschen Dekoration auf dem Eisboden? Ah. Pass auf! Aua, ouch. Kann ich ja nicht ständig treffen und so. So fies und gemein und so. Jo, das ist eine Krone. Die will ich aber nicht haben. Ich will lieber Gargoyle Blut. Zack, zack. Versteck mit Gold da sehen. Krähe mit Krähenblut da sehen. Nur dass man das weder extrahieren kann, noch etwas damit anfangen kann. Man würde eigentlich von den Krähen aber sie viel öfter ausweichen, aber tun sie nicht. Jo, die Wölfe haben hier ihr Lager errichtet. Er ist einfach die Hunde der Orks, schätze ich mal. Das ist einer der. Das ist. Verdammt! Jetzt habe ich den Wolf noch angelockt. Das war doch wohl wirklich nicht notwendig. Zack, so, und jetzt können wir gegen Jarek kämpfen. Stufe 20. Das bin ich auch bald, dank dir. Bam, 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 bam. Bam, 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 bam. Oh, er haut daneben seiner fetten Keule. Ich stelle vor, ich würde mal so einen fetten Hammer mit mir rumschleppen. Da würde ich bam, so Umschläge und 100% Flächenschaden. Autsch. Nee. Du hast hier mal gar keinen Grund zu jubeln. Vorsicht! Au, wow, 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 wow. Ich will keinen weiteren Heilsang benutzen. Ha, zwei Heilsänke. Aber der Kerl hat sonst nichts gedroppt. Oh, der hat ein paar Orks erledigt. Sieht so aus. Aber die Wölfe greift er nicht an. Die sind also verbündet mit Wölfen. Okay, aber nicht mit Orks. Eine fette Schatztruhe mit 32 Gold. Ich verstehe schon, warum das Ding so groß war. Der mit 32 Gold reinpassen, muss so eine Truhe schon eine epische Größe haben. Wir laufen jetzt zuerst nach links. Obwohl, naja, rechts ist kürzer. Ich kann irgendwann später nach links laufen, ja. Irgendwann später. Obwohl, ich glaube eigentlich, dass ich nach rechts muss. Egal, ich werde trotzdem später irgendwann nach links laufen. Denn diese Wölfe hier, mit denen habe ich noch verdammt mal eine Rechnung auf. Ach, verdammte. Erst wenn du zuerst den Vogel erledigst. Mir scheint es fast, als würde der Vogel viel Schaden machen.